Heute möchte ich euch ein paar nachhaltige Apps vorstellen. Und zwar habe ich 10 Apps rausgesucht, die ich persönlich sehr, sehr gut finde und sehr hilfreich im Alltag finde. Eine Sache, die ich vielleicht noch vorher sagen sollte, ist, ich habe ein Android-Handy. Aber ich glaube, dass es die Apps auch alle auf iOS gibt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, euch die Links zu den Apps in die Infobox zu packen. Die Apps sind außerdem auch alle kostenlos und ich habe versucht, so ein paar zu verschiedenen Themen zusammenzustellen. Und dann geht's los. Also, das sind die Apps, die ich so ganz gerne benutze und die ich sehr gut finde. Ich glaube, die Schrift kann man nicht so wirklich lesen, aber ist jetzt an sich auch nicht so wichtig. Also, das erste, was ich hier habe, habe ich auch schon ein paar Mal in Videos erwähnt, ist die Beste Reste App. Das ist eine App, bei der es halt um Lebensmittelverschwendung geht, beziehungsweise eine App, die einem dabei hilft, weniger Lebensmittel zu verschwenden. Und zwar kann man hier einfach so Zutaten eingeben, zum Beispiel hat man jetzt noch Brokkoli übrig und dann kommen da halt Rezepte, was man mit dem Brokkoli jetzt noch machen könnte. Finde ich sehr, sehr cool, wenn man jetzt mal irgendwas hat, wo man wirklich nicht mehr weiß, was man damit machen soll. Allerdings sind die allermeisten Rezepte, die ich mir bisher angeguckt habe, nicht vegan, also eventuell muss man da ein bisschen dann rumprobieren und ein paar Sachen austauschen. Aber insgesamt finde ich, dass es eine sehr coole App ist. Eine Sache, die es hier auch noch gibt, die ich auch noch cool finde, hier unten bei goldene Regeln gibt es auch noch so ein paar Tipps, wie man generell Lebensmittelabfälle vermeiden kann. Wenn man da dann drauf geht, stehen natürlich auch noch weitere Infos. Finde ich sehr, sehr praktisch. Noch eine App, bei der es um Lebensmittelverschwendung geht, ist Too Good To Go. Die habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Mit Too Good To Go kann man einfach Lebensmittel aus Restaurants und Geschäften in deiner Nähe retten. Und zwar funktioniert das so, hier werden jetzt die Sachen gerade bei mir im Umkreis angezeigt, zum Beispiel gibt es hier eine Bäckerei. Und abends, hier jetzt um 17:30 bis 17:50, kann man sich dann dort Sachen abholen und die sind dann halt günstiger als der normale Preis, wenn man es jetzt tagsüber kaufen würde. Ich habe das selber tatsächlich noch nie ausprobiert, weil es bei uns nicht so wirklich was gibt. Also hier gibt es jetzt ziemlich viele Sachen. Aber wie man sieht hier, man kann über PayPal zahlen, Sofortüberweisung. Also hat man verschiedene Möglichkeiten und hier gibt es wirklich sehr, sehr viel. Also Bäckereien, Restaurants, Supermärkte sind auch oft dabei. Da gibt es dann zum Beispiel öfters so Tüten mit Obst und Gemüse. Ja, und so kann man diese Lebensmittel auf jeden Fall noch retten und außerdem ein bisschen günstiger vielleicht an sein Abendessen kommen. Bei der nächsten App geht es ebenfalls um Essen. Ist jetzt nicht direkt eine Nachhaltigkeits-App, aber ich wollte sie trotzdem mit reinnehmen und zwar Happy Cow. Ich vermute mal, viele von euch werden die bestimmt auch schon kennen. Das ist einfach eine App, in der vegane und vegetarische Restaurants und Supermärkte eingetragen sind. Und da kann man das Ganze natürlich auch filtern. Wenn ich jetzt nur vegane Sachen haben will, kann ich mir nur vegane Sachen anzeigen lassen. Und hier oben kann man dann ganz einfach den Ort eingeben, wo man suchen möchte. Die App finde ich besonders cool, weil es in der Regel wirklich nur vegane und vegetarische Restaurants sind. Zum Beispiel auf Google oder so. Findet man ja, wenn man vegan Restaurant irgendwie eingibt, auch sehr oft Restaurants, die irgendwie nur ein veganes Gericht haben. Ja, und ich finde, die Auswahl, die man hier findet, ist meistens ein bisschen besser. Eine App, die ganz ähnlich ist wie diese hier, ist Vanilla Bean. Die habe ich jetzt allerdings nicht mehr, weil ich finde, dass die meisten Sachen bei Happy Cow auch mit drin waren und halt noch ein paar zusätzliche. Aber generell würde ich sagen, dass die Apps beide sehr gut sind. Noch eine App, die ganz ähnlich ist, ist diese hier. Die habe ich mir erst heute runtergeladen, finde ich aber sehr cool. Und zwar Foodahoo heißt die. Und in dieser App werden einem Geschäfte und Restaurants aus der Gegend angezeigt, die halt auf regionale Zutaten achten oder die regionale Lebensmittel verkaufen. Hier auf der ersten Seite bin ich jetzt bei Läden, also einfach verschiedene Biomärkte und Bäckereien und so weiter. Und da steht dann auch immer, was sie alles haben. Und was ich aber besonders cool finde, ist hier unten kann man auch auf Märkte stellen. Und dann werden halt so Wochenmärkte und so weiter aus der Gegend angezeigt. Das finde ich echt super cool, weil ich finde, oft weiß man gar nicht, wo solche Märkte sind und was es alles für Märkte gibt. Irgendwie kennt man in der Stadt oft nur so einen, aber meistens gibt es mehrere. Hier drüben gibt es auch noch eine ganz coole Sache, und zwar, wenn man hier auf Siegel geht, sind hier noch so ein paar Bio-Siegel erklärt. Allerdings finde ich das hier jetzt nicht wirklich ausreichend, also hier sind nur 3 Stück drin. Was ich sehr viel besser finde, ist diese App hier vom NABU. Die heißt Siegelcheck und jetzt gerade ist meine Kamera aufgegangen und ich könnte jetzt hier, wenn ich irgendein Produkt habe, das Siegel scannen oder man geht auf Siegel und hier sind dann alle möglichen Nachhaltigkeitssiegel, sage ich jetzt mal, die es so gibt. Zum Beispiel gehe ich jetzt mal auf Demeter
Und hier ist dann einmal eine Bewertung und halt noch so ein paar Punkte, was dieses Siegel besonders ausmacht. Also das wird jetzt halt immer noch mit dem EU-Bio-Siegel zum Beispiel verglichen und was es noch für Vorgaben darüber hinaus hat. Finde ich persönlich sehr, sehr cool, da es, wie man hier auch schon sieht, einfach unglaublich viele Siegel gibt. Und ich glaube, die wenigsten haben wirklich einen Überblick. Ich habe auch keinen Überblick darüber, was jetzt eigentlich ja, wirklich gut ist und was die verschiedenen Siegel wirklich zu bedeuten haben. Ja, und deswegen finde ich diese App sehr cool. Habe ich mir auch erst heute runtergeladen, aber ich denke, ich werde die in der nächsten Zeit auf jeden Fall sehr viel benutzen. Jetzt versuche ich mal irgendwie wieder nach der Reihenfolge zu gehen. Genau, hier, Let's Act. Let's Act habe ich tatsächlich gefunden, weil die mir eine Mail geschrieben haben. Das ist jetzt aber keine Kooperation oder so. Also ja, ich wollte euch die App einfach nur zeigen, weil ich es auch sehr cool finde. Und zwar ist es eine App, mit der man ehrenamtliche Projekte finden kann. Also wenn ihr euch engagieren möchtet, dann könnt ihr hierüber halt Projekte finden. Ja, hier bei mir auf der Startseite sind jetzt so Projektvorschläge verschiedene. Und wenn man hier auf Projekte geht, dann findet man alle Projekte, die es halt momentan in der Gegend so gibt. Ich habe jetzt gerade hier auf Berlin gestellt. Da gibt es jetzt, glaube ich, relativ viel. Also bei uns war es immer nicht ganz so viel. Aber da kommen auch immer wieder neue Projekte dazu und viele kann man auch von zu Hause aus machen. Gefällt mir auch total gut. Ich glaube, viele möchten sich auch ehrenamtlich irgendwie engagieren, aber wissen vielleicht nicht so wirklich, wie sie ein Projekt finden sollen, bei dem sie mitmachen können. Und ja, ich finde, so eine App ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um da irgendwie das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten. Hier kann man dann einfach eine Zeit auswählen, wann man sich engagieren möchte. Okay, hier ist jetzt auch nur ein Tag drin. Aber eben hatte ich auch welche angeguckt, da waren dann halt auch mehrere Tage. Und ja, ich habe jetzt einfach ausgewählt, eine Stunde pro Woche. Und dann kann man sich hier einfach registrieren und bei dem Projekt mitmachen. Als nächstes eine App, die wahrscheinlich auch sehr viele von euch kennen, und zwar Kleiderkreisel. Muss ich eigentlich nicht sehr viel zu sagen. Kleiderkreisel ist einfach eine App, auf der ihr eure Klamotten verkaufen könnt und auch von anderen Leuten kaufen könnt und man kann auch tauschen. Was ich bei Kleiderkreisel auch noch sehr cool finde, ist, dass man halt auch noch einen Ortsfilter eingeben kann. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel eingeben, ihr seid aus, keine Ahnung, aus Köln und dann seht ihr halt die Klamotten aus Köln und dann kann man sich auch treffen und dann spart man sich auch den Versand zum Beispiel. Über das Forum von Kleiderkreisel werden zum Beispiel auch manchmal Kleidertauschpartys organisiert, also dafür kann man es auch ganz gut nutzen. Und sonst, das steht jetzt natürlich auch irgendwie repräsentativ für alle Secondhand-Apps, also genauso eBay Kleinanzeigen oder Spock sind auch Apps, mit denen man, ja, Sachen verkaufen kann, aber ich denke mal, das kennen die meisten wahrscheinlich. Genau, also Kleiderkreisel ist auf jeden Fall eine meiner Lieblings-Apps. Als nächstes haben wir Ecosia, auch bestimmt vielen bekannt. Ecosia, für alle, die es nicht kennen, ist eine Suchmaschine, mit der ihr Bäume pflanzt. Hier unten finde ich es sehr cool. Steht jetzt auch, wie viele Bäume schon gepflanzt wurden durch Ecosia, kann man es erkennen. 65 Millionen, also schon eine ganze Menge. Hier unten sind dann auch so ein paar News über Ecosia und sonst könnt ihr einfach alles Mögliche eingeben. Ich gebe jetzt einfach mal Pizza selber machen ein. Und ihr seht, das funktioniert ganz normal wie jede andere Suchmaschine auch. Aber dabei werden halt Bäume gepflanzt. Im Schnitt muss man 45 Mal mit Ecosia suchen, um einen Baum zu pflanzen. Wenn euch das Ganze genauer interessiert, dann könnt ihr euch das nochmal durchlesen. Ich werde das jetzt nicht bis ins kleinste Detail erklären. Aber ja, es ist einfach eine super einfache Alternative, um ein bisschen was Nachhaltiges zu tun, ohne dass man selbst einen größeren Mehraufwand hat. Dann habe ich hier noch einen Saisonkalender. Den habe ich mir auch heute erst runtergeladen. Und ich muss sagen, ich finde den gut, aber nicht perfekt. Es gibt allerdings auch verschiedene Saisonkalender-Apps, also könnt ihr euch da auch einfach mal durchgucken. Was ich hier aber ganz cool finde, ist, dass man auf heimischen Anbau oder Importware umstellen kann. Also wenn ich jetzt nur auf heimisch gehe, kommen hier wirklich nur die Sachen, die jetzt auch in Deutschland wachsen. Allerdings glaube ich nicht, dass das wirklich zu 100% korrekt ist, weil zum Beispiel, wenn man auf Importware geht, Wassermelonen. Hier steht zum Beispiel, dass Wassermelonen nur als Importware verfügbar sind und das stimmt ja nicht. Also in Deutschland kann man ja auch Wassermelonen anbauen. Wobei die im Supermarkt wahrscheinlich so gut wie immer von woanders kommen. Aber ja, also ich würde das auf jeden Fall jetzt nicht 1:1 so hinnehmen, aber ich finde, es ist trotzdem eine sehr gute Orientierung und die Sachen, die hierbei heimisch sind, die sind auf jeden Fall heimisch. Also in diese Richtung stimmt es auf jeden Fall. Finde ich sehr cool, wenn man einfach auch unterwegs
gerade mal schnell so reingucken kann. Ich meine, viele haben ja so einen Kalender zu Hause, aber wenn man gerade beim Einkaufen ist, finde ich das sehr praktisch, dass man hier dann einfach mal so durchgucken kann, ob das, was man gerade kaufen möchte, auch wirklich gerade Saison hat. Und dann habe ich noch eine App, die ich euch vorstellen möchte, und zwar diese hier, Fernana. Fernana. Das ist auch so eine App, wo ihr verschiedene nachhaltige Dinge in eurer Region finden könnt. Hier gibt es unterschiedliche Kategorien, Restaurants, Bioläden, Fair Fashion, Secondhand, Unverpacktläden. Allerdings ist mir eben schon aufgefallen, dass diese App nicht zu 100% vollständig ist. Also ich bin hier zum Beispiel auf Unverpacktläden gegangen und in Berlin gibt es ja mehrere. Allerdings wird der nächste hier erst in Hamburg und in Werdau angezeigt. Aber ich denke, das sollte jetzt kein Grund sein, warum man diese App nicht mal ausprobiert, weil ich finde, dass sie trotzdem sehr cool ist und das Design ist auch super schön und alles voll intuitiv gestaltet. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf Restaurants gehe oder nee, das ist zu einfach, ich mach mal Fair Fashion, dann kommen hier halt ja verschiedene Fair Fashion Geschäfte und ich finde, das ist auf jeden Fall schon sehr praktisch. Und hier unten gibt es auch noch so verschiedene Kategorien. Einmal Essen und Shopping, das ist im Prinzip das, was wir jetzt gerade hier schon uns angeguckt haben. Und dann gibt es aber auch noch Online-Shopping, wo auch noch verschiedene faire, nachhaltige Online-Shops vorgestellt werden. Finde ich insgesamt sehr, sehr cool. Was mir noch fehlt, also was für eine App ich mir noch wünschen würde, wäre wirklich eine App, die mal einen Überblick über Fair-Fashion-Marken erstellt. Also ich habe mir ein paar angeguckt, aber ich habe keine App gefunden, die mir jetzt so wirklich gut gefallen hat. Also ich fände es cool, wenn es eine App geben würde, wo man einfach die Marken eingeben kann und dann kriegt man halt Infos darüber, wie fair und nachhaltig die irgendwie sind. Also falls jemand von euch irgendwie App-Entwickler ist, vielleicht möchtet ihr ja mal so eine App entwickeln. Und dann waren das alle Apps, die ich euch heute vorstellen wollte. Falls ihr noch irgendwelche Empfehlungen habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Schreibt mir auch gerne mal, ob ihr welche von diesen Apps schon benutzt und wie ihr sie findet. Und dann war es das jetzt für heute und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!